Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom 3 Minuten Dienstag. Yep, Persönlichkeitsentwicklung in 3 Minuten. Und heute reden wir über das Thema, wie kann man schnell einschlafen? 5 einfache Schritte. Wie viel? 5. Ja, aber erstmal Intro. Willkommen zurück. Schön, dass ihr da seid. Wie kann man schnell einschlafen und was hat das überhaupt mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun? Ganz einfach. 20% der Bevölkerung, also von uns People hier, leiden an Schlafstörungen. Ich weiß nicht, wie viele Millionen das sind. Es sind auf jeden Fall eine Menge. Und ihr kennt das wahrscheinlich selber, dass ihr abends im Bett liegt und denkt... Und irgendwann ist es 4 Uhr morgens. Ihr könnt endlich einschlafen und dann müsst ihr ab zur Schule oder zur Arbeit und dann seid ihr... zerstört. Also wie willst du eine gute Persönlichkeit sein? Wie willst du den Unterschied machen? Wie willst du ein Happy Day haben? Wenn du schlechte Laune hast. Das geht nicht. Ja, denn Schlafmangel hat mehrere Konsequenzen. Erstmal Hormonschwankungen. Also für uns Männer ist das halt so Testosteron. Wenn das fehlt, dann ist halt nicht so cool. Ja, genau. Also Schlafmangel hat mit Hormonschwankungen zu tun. Wir Männer haben dann zu wenig Testosteron. Bei euch Frauen ist es dann geht's da auch ab. Dann langsame Reaktion, Gereiztheit, Erinnerungslücken. Das Thema war heute Depression. Depression ist richtig übel, wenn du am Küchentisch sitzt und denkst, wofür mache ich die Scheiße überhaupt? Was soll das hier? Ich hab die Schnauze voll jetzt. Und am Ende auch noch Kopfschmerzen und Migränen. Wie willst du eine gute Persönlichkeit haben, wenn du all diese Features im Background hast? Geht nicht. Also müssen wir rausfinden, wie man schnell einschlafen kann. Das ist eigentlich schon alles. Und dafür zeige ich euch jetzt 5 einfache Schritte. Schritt Nummer 1. Also Schritt Nummer 1 ist, du legst dich einfach hin auf die Couch oder aufs Bett oder wo auch immer es dir bequem ist. Ich hoffe mal, ich sehe nicht super bräsig aus, aber darum geht es ja auch gar nicht. Mit dem Gesicht nach oben, das ist wichtig, weil du musst dann anfangen, Schritt Nummer 1, deine Gesichtsmuskeln zu entspannen. Also so chillst du dich am besten hin. Ich wusste gar nicht, dass man da überhaupt Muskeln hat, aber ja. Also wenn du dich hinlegst und machst die Augen zu, musst du dich als erstes konzentrieren, dass sich deine Stirn entspannt. Wenn sich deine Stirn entspannt hat, entspannst du deine Augenbrauen und dann deine Augen. Und wenn du deine Augen entspannt hast, musst du dich auf deinen Kiefer konzentrieren, dass du den locker hast. Und wenn du deinen Kiefer locker gelassen hast, machst du deine Zunge so chillig und breit wie möglich. Also lass mich hier unten rein. Gut. Okay, es ist witzig, aber es funktioniert so. Stirn entspannen, Augenbrauen, das hier, dein Kiefer. Und dann die Zunge. So. Das war Schritt Nummer 1. Nummer 2. Wenn du dich dann hingelegt hast, musst du deinen Oberkörper so schwer wie möglich machen. Ja, die ganz cleveren von euch sagen, der ist ja immer gleich schwer. Ich meine auch nur so feelingmäßig. Du legst dich hin und dann stellst du dir vor, wie alles schwerer wird, wie die Arme schwerer werden, wie sich die Schultern nach hinten ziehen. Und dadurch, dass du das machst, entspannt sich dein Nacken. Und dadurch, dass sich dein Nacken entspannt, geht die Durchblutung von durch die Arme hinten hoch in den Kopf. Und wenn du dich dann richtig schwer fühlst, kommt direkt Schritt Nummer 3. Pass auf. Schritt Nummer 3, dazu nehme ich euch einmal noch mal mit auf den Boden, damit man das besser sieht. Ist eine komische Sache. Ich lege euch mal hier hin. Bei Schritt Nummer 3 geht es nämlich darum, in 3 Stufen zu arbeiten. Oh, komisch, das ist Schritt Nummer 3, 3 Stufen. Ja, okay. Schritt Nummer 3. Erste Stufe ist der Bauch. Zweite Stufe ist die Brust. Dritte Stufe ist der Hals. Aber ihr atmet auf jeden Fall länger aus, als ihr eingeatmet habt. Okay, ich mache es nochmal vor. Das macht ihr am besten 10-mal hintereinander. Dann denkt euer Partner wahrscheinlich, ihr habt voll an einer Schüssel und hyperventiliert. Hat aber damit gar nichts zu tun. Ihr fahrt einfach euren Rechner runter. Das funktioniert so. Okay? Schritt Nummer 3. Schritt Nummer 4. Mach deine Beine so schwer wie möglich. Du konzentrierst dich erst auf deine Oberschenkel, dass die richtig schwer werden. Dann auf deine Waden. Und wenn deine Waden und deine Oberschenkel richtig schwer geworden sind, konzentrierst du dich auf deine Fußgelenke, dass die sich nach unten ziehen. Und wenn die sich nach unten gezogen haben, auf deine Füße. Oberschenkel, Waden, Gelenke, Füße. Das ist Schritt Nummer 4. Den ganzen unteren Unterkörper schwerer werden lassen. Schritt Nummer 4. Und dann, wenn du das alles gemacht hast, ganz kurzer Check-up. Gesicht entspannt, Arme, Körper oben entspannt. Atmen, hast du drauf, 3 Stufen. Unterkörper entspannen, Oberschenkel, Waden, Füße.
Jetzt kommt Schritt Nummer 5. Schritt Nummer 5 ist mein Lieblingsschritt. Schritt Nummer 5 ist so, jeder von uns hat einen Happy Place. Und wenn du dich jetzt schon mal komplett entspannt hast, von Kopf bis Fuß, musst du die Augen zumachen natürlich und beamst dich an dein Happy Place. Bitte beam dich nicht an eine Cocktailbar. Auch wenn das dein Happy Place ist. Es geht ja nicht, also you know. Sondern du machst die Augen zu und stellst dir vor, am besten einen Ort im Urlaub, in der Sonne, da wo es warm ist, wo es schön ist. Wo du alleine bist. Das ist ganz wichtig. Und dann nimmst du dir, was auch immer da in deinem Kopf gerade ist, einen Stuhl oder eine Bank und setzt dich da hin und machst nichts. Denn du bist ja in deinem Kopf im Urlaub am Meer alleine. Da ist niemand. Es gibt kein Handy, es gibt kein Internet, es gibt kein Instagram, es gibt keine Termine und es gibt keinen Stress. Und das Allergeilste ist, du hast nichts zu tun. Nichts zu tun. Du hast was? Nichts zu tun. Und wenn du da an diesem Happy Place bist, sitzt du da und chillst. Guckst dir das Meer an, guckst dir die Vögel an, guckst dir den Sand an und guckst einfach in den Himmel und machst nichts. Und wenn in Gedanken irgendwas kommt, aber du hast noch da, du musst noch da die Spülmaschine ausräumen, sofort wieder wupp wegswipen und dich wieder in Ruhe auf diesen Stuhl setzen und konzentriere dich auf das, was du da gerade siehst. Ist ja dein Happy Place. Mein Happy Place sieht anders aus als dein Happy Place. Ja? Und dann guckst du dir das alles an, ganz in Ruhe. Und während du dich so in diese Gedanken verlierst, bist du schon weg. Also du gehst durch diese ganze Kopfphase, man nennt es Alpha-Zustand, über den Alpha-Zustand langsam runter in den Beta und dann irgendwann wupp, bist du weg. Viele von euch, die das Video jetzt hier sehen, haben vielleicht auch schon Erfahrungen mit Yoga oder Meditation. Diese Techniken sind alle gleich. Du konzentrierst dich auf deinen Körper, Body, dann auf deinen Atem und dann auf einmal beamst du dich in deinen Kopf und dann jupp, bist du weg. So funktioniert das. Mir passiert das selber auch. Achso, können wir das überhaupt schon abschließen? Ja, genau. Das waren die 5 Schritte. Okay, gehen wir ganz kurz durch. 1 war Gesicht entspannen. 2 war Schulter-Nacken entspannen. 3 war 3 Stufenatmung. 4 war Unterkörper entspannen. 5 ist Happy Place. Beam dich an deinen Happy Place. Cool. Nur mal so, by the way, jetzt sind wir ja unter uns, kann ich ja auch ein bisschen von mir erzählen. Ich liege auch manchmal da abends im Bett und nach so 14, 15 Stunden Arbeit denke ich dann, boah, morgen musst du noch ein Video machen und schneiden und dann musst du wieder um 6 Uhr aufstehen, wie willst du das denn machen? Und dann gucken wir nochmal, wer dir noch auf Instagram geschrieben hat und dann gucken wir nochmal die E-Mails durch und dann gucken wir nochmal. Dann denke ich, wow, Robbie, mach mal langsam. Und dann bin ich dann Klugscheißer, wenn ich euch hier irgendwas erzähle und das nicht selber anwenden würde. Also ich mache das schon lange und das funktioniert. Das funktioniert übrigens bei jedem. Vielleicht nicht sofort, 6 Wochen spätestens. Nach 6 Wochen, wenn ihr dieses Training gemacht habt, weiß euer Körper nach 6 Wochen, ihr meint das ernst. Wenn ihr euch das erste Mal hinlegt, denkt ihr vielleicht, ja, jetzt willst du mich aber richtig verarschen. Jetzt liege ich hier und jetzt soll ich was denken? Happy Place? Was doch wohl einer in der Schüssel? Ich weiß, ja, aber zieht das mal durch. 2, 3, 4 Wochen, wenn ihr damit Effekte habt. Und wenn ihr das dann gemacht habt, werdet ihr merken, das funktioniert. Denn jedes Mal, wenn ihr euch dann hinlegt, fangt an zu entspannen, merkt der Körper, okay, du willst den Rechner echt runterfahren. Hä? Und dann macht er das mit euch, weil ihr seid der Boss, nicht der Körper, okay? Und wenn ihr das dann im Griff habt, dann macht ihr beim nächsten Mal nur noch hinlegen und dann dauert das 60 Sekunden, dann seid ihr weg. Bei mir ist es mittlerweile soweit, ich kann pennen. Ich glaube so, ich brauche 2 Minuten, vielleicht 3 und dann bin ich schon im Happy Place. Okay, cool. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Zwischendurch nicht vergessen, liken und da abonnieren. Kann man das? Ja, genau, ist richtig. Da abonnieren. Jeden Dienstag gibt es Videos zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Mal über das Thema hier, wie kann man schnell einschlafen. Mal über das Thema Ernährung, mal über Fitness, mal über und so weiter. Ich würde mich freuen, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Denn ihr seht verdammt gut aus. Ja, ja. Wir hier, ist eine gute Sache. Cool. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich glaube, ich lege mich mit Pennen oder was.